Apple möchte gemeinsam mit Google und Microsoft das Ende der Passwort-Ära einleiten und Passwörter gegen ein neues System namens Fido Passkeys austauschen. Und was das genau ist und wie Passkeys funktionieren, beantworte ich euch in diesem Video. Sollten dich Videos wie dieses rund um Apple interessieren und du möchtest in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir sprechen nach dem Intro einmal etwas genauer rund um Passkeys. Auf der WWDC 2022 hat Apple für alle aktuellen Betriebssysteme wie iOS 16, iPadOS 16, aber auch macOS Ventura Passkeys als neue, sichere Alternative zu Passwörtern vorgestellt. Passkeys ermöglicht den Login auf einer Website oder in einer App über biometrische Zugänge, zum Beispiel über eure Gesichtserkennung mit Face ID oder eben mit eurem Fingerabdruck über Touch ID, und dementsprechend ist es gar nicht mehr notwendig, wenn ihr euch zum Beispiel einen Account erstellt, überhaupt ein Passwort zu vergeben, sondern euer Gerät mit eurem Fingerabdruck oder mit eurem Gesicht über Touch ID oder Face ID ist dann das Passwort, und dementsprechend müsst ihr euch auch gar kein Passwort mehr merken, sondern könnt euch dann tatsächlich mit eurem iPad, mit eurem iPhone oder mit eurem Mac einloggen. Viele von euch werden sich mit Sicherheit denken, dass diese Funktion bereits verfügbar ist, denn über den iCloud-Schlüsselbund ist es ja bereits möglich, eine E-Mail-Adresse oder einen Benutzernamen als Login und dann eben ein Passwort zu sichern und dieses dann per Face ID oder Touch ID auf Webseiten über die Autofill-Funktion ganz einfach einzugeben, und dementsprechend loggt ihr euch ja bereits über euer iPhone oder über euer iPad oder über euren Mac mit der iCloud-Schlüsselbund-Funktion ein. Im Fall von Passkeys ist es aber so, dass ihr eben gar kein Passwort mehr vergebt, sondern lediglich euer Gesicht oder eben euren Fingerabdruck verwendet zum Login. Das heißt, ganz einfach gesprochen, es gibt kein Passwort mehr. Euer Passwort ist euer Fingerabdruck oder euer Gesicht, das heißt Face ID oder Touch ID, ersetzt euer Passwort für jede App, für jede Website, auf der ihr euch einloggen wollt, und dementsprechend könnt ihr natürlich auch euer Passwort nicht vergessen oder dieses auch zum Beispiel auf irgendwelchen Phishing-Seiten eingeben, weil ihr euch sozusagen gar nicht mehr einloggen könnt über ein Passwort, sondern nur noch mit eurem Gesicht oder mit eurem Fingerabdruck. Doch wie funktioniert Passkeys nun in der Praxis? Es gibt drei unterschiedliche Methoden, und die erste Methode ist ganz klassisch. Ihr habt ein iPhone, iPad oder ein Mac und ihr wollt euch auf einer Website einloggen, wo ihr euch mit Passkeys registriert habt, und dort müsst ihr dann im Grunde genommen euch lediglich mit eurem Gesicht oder mit eurem Finger einloggen. Ihr benötigt nur noch eure E-Mail-Adresse und eben euer Apple-Gerät, wo ihr den Passkey mit erstellt habt mit eurer Apple-ID, und das funktioniert eigentlich sehr ähnlich wie aktuell mit dem iCloud-Schlüsselbund. Das heißt, den meisten wird gar nicht auffallen, dass dort überhaupt ein Unterschied ist. Es wird halt eben kein Passwort mehr durch euer Gesicht oder durch euer Fingerabdruck eingegeben, sondern ihr loggt euch direkt über euer Gesicht oder über euren Fingerabdruck ein. Bei der zweiten Methode möchtet ihr euch zum Beispiel auf einem fremden PC mit Windows, auf einem anderen iPhone oder auf einem Android-Smartphone in einer App oder auf einer Website einloggen, und das funktioniert wirklich sehr einfach, denn dort könnt ihr ebenfalls auf der Website, wo ihr euch mit Passkey einen Account erstellt habt, ganz einfach auswählen, dass ihr eben auf einem fremden Gerät seid, und dann könnt ihr einen QR-Code von eurem iPhone, von eurem iPad ganz einfach scannen und dann per Face ID oder Touch ID diesen Login autorisieren. Das heißt, ihr loggt euch trotzdem mit euren Biometrischen Merkmalen ein. Bei der dritten Methode handelt es sich dann um den Passkey auf einem USB-Stick. Ihr könnt euch nämlich ganz einfach zum Beispiel an einem Windows-Rechner einloggen und dann per USB-Stick, den ihr dann dort hineinsteckt, euch dann eben autorisieren, weil auf diesem USB-Stick dann der Passkey gesichert ist. Das wäre sozusagen eine Alternative, die man eben noch verwenden kann. Sollte man aber eben ein iPhone nutzen, dann hat man dieses normalerweise immer mit dabei und kann sich dann entsprechend auch auf fremden Geräten über die zweite Methode mit dem QR-Code ganz einfach über die Autorisierung per Face ID oder Touch ID einloggen. Und was für Vorteile bietet Passkeys nun im Vergleich zu klassischen Passwörtern? Der erste ist, ihr müsst euch keine Passwörter mehr merken oder habt nicht mehr auf allen Seiten das gleiche Passwort, was natürlich ebenfalls nicht zu empfehlen ist. Ihr müsst keinen Passwortmanager oder ähnliches verwenden, sondern ihr habt wirklich eure biometrischen Merkmale, Fingerabdruck oder Gesicht immer mit dabei, und diese sind auch lokal auf eurem iPhone, iPad oder Mac gesichert und können eben nicht geklaut werden und dementsprechend auch nicht eure Passwörter, weil ihr eben keine mehr erstellt.
Und genau aus diesem Grund ist Phishing dann auch nicht mehr möglich mit Passkeys. Solltet ihr zum Beispiel eine Phishing-Mail von PayPal bekommen. Ihr geht auf diese Seite, sie sieht sehr ähnlich aus wie die offizielle von PayPal und ihr loggt euch dort mit Passwort und Benutzernamen ein. Dann hat der Hacker eben genau diese Daten. Wenn ihr euch aber per Passkey einloggt, dann bringt ihm das überhaupt nichts und es wird auch sehr wahrscheinlich gar nicht auf dieser Phishing-Seite funktionieren, weil Passkey dort gar nicht unterstützt wird und dementsprechend sind eure Daten und eure Passwörter, die ja nicht mehr vorhanden sind, sondern nur noch der Passkey sicher vor Phishing, was natürlich super praktisch ist. Und wenn ihr zum Beispiel mal Passwörter über unsichere Kanäle wie per WhatsApp, per E-Mail oder so versendet und diese werden gehackt, dann sind die Passwörter ebenfalls bei diesen Hackern und auch das kann per Passkey nicht mehr funktionieren. Außerdem sind Passkeys für Apple-Nutzer wirklich super praktisch. Jeder mit iPhone, Mac oder iPad hat eben die Möglichkeit, das mit dem neuesten iOS und macOS zu verwenden, sobald dann eben die Apps und Webseiten diese Funktion ebenfalls unterstützen. Und es ist in der Anwendung wirklich super einfach. Und das Schöne ist, dass Google und Microsoft eben das Ganze mit unterstützen wollen. Und dann wird es eben auch kompatibel untereinander und dementsprechend wird es wirklich immer einfacher und man benötigt keine Passwörter mehr. Es gibt natürlich aber auch Nachteile an dieser neuen Methode und zwar binde ich mich natürlich noch mehr an diese Konzerne Apple, Microsoft oder Google, denn wenn ich mich einloggen möchte, habe ich halt kein Passwort mehr, sondern einen Passkey, der lokal auf dem iPhone, iPad oder Mac gesichert ist in Kombination mit meiner Apple-ID und wenn ich jetzt ganz einfach switchen möchte, dann funktioniert das mit Sicherheit, wenn ich aber gar nichts mehr von diesen Diensten nutzen möchte, dann habe ich ein Problem, weil ich halt keine Passwörter habe. Ich kann natürlich noch diese USB-Stick-Variante nutzen, im Grunde genommen binde ich mich aber tatsächlich sehr an diese Unternehmen und es ist schwierig dann nicht mehr Apple oder Microsoft oder Google Produkte zu nutzen, um sich einzuloggen, wenn man überall so einen Passkey verwendet hat. Und außerdem muss man auch bedenken, dass man natürlich all diesen Unternehmen dann die biometrischen Daten gibt, um eben Passkeys zu verwenden. Das heißt, Gesichtserkennung oder Fingerabdruck liegt dann natürlich in irgendeiner Art und Weise durchaus bei diesem Unternehmen. Klar, das wird im Fall des iPhones lokal gespeichert, aber trotzdem ist man eben mehr oder weniger verpflichtet, das dann zu nutzen, wenn man die Passkeys verwenden möchte. Und der eine oder andere möchte das vielleicht nicht und dementsprechend bleiben die Passkeys dann für ihn nicht verwendbar und dieser Nutzer muss dann weiterhin auf Passwörter zurückgreifen. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu meinem Fazit zum Thema Passkeys und ich persönlich finde, dass das sehr viel Potenzial hat. Ich finde sehr schön, dass in diesem Fall Google, Apple und Microsoft zusammenarbeiten und nicht jeder an einer eigenen Lösung arbeitet, sondern dass das Ganze dann möglichst kompatibel ist und das Ziel, keine Passwörter mehr zu erstellen, die gehackt werden können oder die man sich merken muss und eben Phishing zu vermeiden, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ich persönlich finde auch, dass die Vorteile auf jeden Fall überwiegen, aber die Nachteile sind auf jeden Fall nicht wegzureden und das muss man sich im Hinterkopf behalten, wenn man diese Funktion Passkeys verwendet. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wann die ersten Apps und Websites Passkeys unterstützen werden und ihr könnt mir jetzt gerne eure Meinung mal zu diesem Thema unten in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere ähnliche Videos und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!